Hallo Marco, herzlich willkommen zu unserem nächsten Fuchs Talk. Hallo Jonathan, grüß dich. Wir haben unglaublich viele Fragen erhalten, unglaublich coole Kommentare auch unter den Videos und da habe ich mir einfach mal zwei, drei Kommentare rausgesucht. Die Fragen würde ich dir gerne vorlesen, weitergeben und bin gespannt, was im Gespräch darüber dann rauskommt. Unter anderem geht es um das Thema Immobilienpreise. Sind die aktuellen Immobilien teuer? Sind sie vielleicht sogar zu teuer? Vor allem geht es auch um das Verhältnis zwischen aktuellem Kaufpreis und den Kosten für die Finanzierung. Außerdem gab es spannende Fragen zum Thema Versicherung im Bereich der Vermietung. Also welche Versicherungen sollte ich als Vermieter haben, aber welche Versicherungen sollte ich vielleicht auch von meinen Mietern fordern? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Die erste Frage ist eine ziemlich allgemeine Frage zum Thema Immobilienstrategie, wobei ich sagen würde, es ist gar nicht unbedingt eine Frage, sondern eher ein Punkt zum Nachdenken. Ich lese dir einfach mal vor und ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wer jetzt mit Immobilien anfängt, der wird ganz bestimmt kein Immobilienmillionär. Der wird ein Immobilienschuldner. Die Kaufpreise sind deutlich zu hoch. Kaltmieten können die Raten einer gesunden Finanzierung bei weitem nicht decken. Ja, das ist natürlich eine gewagte These. Ich kenne die Person ja nicht und welche Hintergründe sie zu der Aussage bewegt haben. Allerdings fällt mir jetzt kein technischer oder marktrelevanter Punkt ein, warum die Person recht haben sollte, warum das so sein sollte. Die Preise zu hoch, Immobilienpreise zu hoch, ist ja immer die Frage, zu hoch im Vergleich zu was? Ja, jetzt kann man ja sagen, okay, die Preise in D-Lagen sind besonders hoch. Okay, da bin ich aber der falsche Ansprechpartner dafür, kann ich nicht mitsprechen. Also ich kann für Baden-Württemberg oder Metropolregion Stuttgart sprechen, sagen wir mal 50 bis 100 Kilometer um Stuttgart. Das ist mein Heimatmarkt, da kenne ich mich aus, aus dem FF. Und da kann ich sagen, Stuttgart oder Metropolregion Stuttgart gehört zu den stärksten Regionen in Europa und wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt. So viele Patente, wie es hier gibt, so viel Mittelstand, so viel Global Player, so viel Arbeitskraft und Geldleistung und Einkommenskraft, wie hier erzielt wird, das sieht man also gerne. Lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung da. Wenn wir jetzt nur mal ein paar nennen, beim Arbeitgeber, Mercedes, Porsche, Bosch, Mahle, Coperion, in der Nähe, Audi, wir haben riesen Krankenhäuser, Unikliniken, wir haben Energieversorger, EnBW, wo man Schweinegeld verdient als Angestellter. Wir haben die ganzen Zulieferer für die Autoindustrie. Wirt, Klavs, Saunabau, Schwarzgruppe, ja. Ich glaube, die komplette IT von Schwarz ist bei uns in der Gegend. Also, wenn ich diese Wirtschaftskraft, was da ist, vergleiche, gibt es auf der Welt so geballt, auf so wenig Raum, so viel Global Player und gut verdienende, wenig Regionen aus meiner Sicht. Und dazu kommt ja noch, dass unsere Lebenshaltungskosten im Vergleich zu dem, was verdient wird, in der Region Stuttgart noch relativ human sind. Die sind auch deutlich gestiegen. Ja, also, dass wir es richtig verstehen. Die Inflation hat schon richtig zugelangt. Ich denke, zu teuer im Vergleich zu was? Wenn man das ins Verhältnis setzt, in unserer Region ist es aus meiner Sicht verhältnismäßig günstig. Es ist nicht günstig, aber es ist verhältnismäßig günstig für das, was an Wirtschaftsleistung da ist, im Vergleich dazu, was die Immobilien kosten. Ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen. Was kostet die durchschnittliche Einzimmerwohnung in München? Das war Platz 10 weltweit. 1.350 Euro Kaltmiete. Und New York war, meine ich, 3.500 Euro monatliche Kaltmiete. Und in Dubai war es 1.800 Euro. Und in Stuttgart, ich würde jetzt einfach mal sagen, mit 600 Euro bist du schon ganz gut dabei. Da kriegst du, denke ich, eine ganz seriöse Wohnung mit 600 Euro Kaltmiete. Und selbst wenn es 700 sind, es ist aber fast die Hälfte oder vielleicht sogar weniger als die Hälfte als in München. Und München hat nicht doppelt so viel Wirtschaftsleistung wie Region Stuttgart. Von dem her, wenn du in München 30 Kilometer rausgehst, hast du immer noch sauteure Preise. Gehst du in Stuttgart 30 Kilometer raus, hast du um Welten billigere Preise. Teuer im Vergleich zu was? Teuer im Vergleich zu was? Also meiner Meinung nach, vielleicht interpretiere ich auch schon zu viel rein, zielt der Kommentar auf das Verhältnis zwischen
Mieteinnahmen und Finanzierungskosten ab. Und der Kommentar deutet ja ganz klar an, dass es notwendig ist, dass die Mieteinnahmen alle mit der Immobilien verbundenen Kreditkosten decken sollten. Ist deiner Meinung nach für ein sinnvolles Immobilieninvestment Voraussetzung, dass die Kreditkosten durch die Mieteinnahmen gedeckt werden? Nein. Also ich kann von meiner ersten Wohnung sagen, die ich im Jahr 2008 gekauft habe. Da war das Zinsniveau bei 5,5%. Ich habe eine, weil ich ganz neu selbstständig war und meine Bonität dementsprechend nicht so gut, habe ich meine erste Finanzierung mit 5,98% Zins gemacht. Wir sind ja heute bei 4%. Hat sich die Immobilie für dich neutral gerechnet? Wurden die Kreditkosten durch die Mieteinnahmen gedeckt in dem Moment? Nein, hat sich nicht gedeckt. Ich habe Geld mitgebracht. Aber erstens war es eine kleine Summe und zweitens, wenn man eine Immobilie kauft, ist es ja nicht mehr als recht, dass man Geld mitbringt. Ja, aber bist du denn jetzt Immobilienmillionär oder Immobilienschuldner? Ich bin, gute Frage, also ich bin Immobilienmillionär und Immobilienschuldner. Also ich bin Multimillionär und Multimillionenschuldner. Das Gute ist nur, dass der Immobilienbestand halt zweistellig ist und die Schulden halt nur einstellig. Und das ist eigentlich das wahre Gute dran. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich mal definieren, was ist ein Immobilienmillionär? Was bedeutet es, Immobilienschulden zu haben? Und wo entsteht dann eigentlich das Vermögen? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist für dich, für das Vermögen nicht die Mietrendite bzw. die Differenz zwischen Mieteinnahme und Finanzierungskosten ausschlaggebend. Wo entsteht das Vermögen bei einem Immobilieninvestor? Letztendlich ist ja so, dass wenn ich eine Immobilie kaufe, die zur Kapitalanlage dient, ich möglichst wenig Eigenkapital einbringen möchte. Ich sollte trotzdem so viel einbringen, dass gesund ist. Also 10-20% empfehle ich immer, selber einzubringen. Aber man versucht, so wenig wie möglich eigenes Kapital einzubringen, um fremdes Geld zu bekommen von der Bank, um damit möglichst viel einkaufen zu können. So, und der Gewinn ist ja dann quasi, dass ich meinen Kredit abbezahle durch die Zahlung der Mieter. Und selbst wenn ich ein bisschen was mitbringen muss, spielt ja keine Rolle, aber die Zinsen sind vom Mieter bezahlt, sagen wir mal. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, aber ungefähr. Und dann bringe ich selber noch Tilgungsleistung als Sparrate quasi mit und zahle meinen Kredit runter. Und auf der anderen Seite entwickle ich das Objekt weiter, steige die Miete, mache schlaue Investments, bringe den Wert nach oben. Und diese Differenz ist ja dann mein Gewinn, mein wirklicher Mehrwert. Und nur weil die Finanzierung jetzt heute sich nicht von alleine dreht oder kein Cashflow oder so fancy Wörter abwirft, spielt ja keine Rolle. Letztendlich, wenn du es auf 10, 15, 20 Jahre siehst, ist doch entscheidend, wie viel zahle ich ab und wie viel kann ich den Wert entwickeln. Also ich denke, die eine Sache hat mit der anderen nichts zu tun. Das heißt, man könnte eigentlich zusammenfassend sagen, die Mieteinnahmen sind ein gutes Mittel, um den Eigenanteil, den man oder die eigene Finanzierungsleistung, Zins und Tilgung zu verringern, es einem sozusagen dadurch zu ermöglichen, weniger eigenes Kapital einbringen zu müssen. Die Miete an sich ist aber für den Vermögensaufbau eigentlich eher zweitrangig, weil das Vermögen in der Differenz zwischen möglichem Verkaufswert und bestehender Restschuld nach Tilgung entsteht. Korrekt? Genau. So kann man es einfach sagen. Weil letztendlich muss man es ja auch vergleichen. Welche andere Sparform kann ich denn machen? Also ganz einfach. Ein Bankprodukt, ein Bausparprodukt, ein Lebensversicherungsprodukt, ein ETF-Produkt, ein Vorsparplan, eine Aktie. Da brauche ich ja Geld. Da muss ich ja monatlich Geld einbringen, damit ich Geld bekomme. Also dass ich Geld anspare. Und dann bekomme ich im besten Fall ja noch Zinsen obendrauf und noch Zinsen und so weiter. Schön und gut. Aber dann, das ist ja nur mein eigenes Geld. Also sagen wir, ich bringe, dass man es vielleicht einfach rechnen kann, 500 Euro im Monat selber als Sparrate, dann spare ich 6.000 im Jahr. Auf 10 Jahre 60.000. So, jetzt wie viel Zinsen bekomme ich? Sagen wir, ein geiles Sparprodukt, keine Kosten und so. Und ich spare 100.000 Euro zusammen. Ja, das ist top, das ist super. Aber es sind halt nur 100.000. So, wenn ich aber diese Bonität habe, dass ich mir 500 Euro monatlich leisten kann und ich kriege vielleicht von meinem Mieter nochmal 500 Euro monatlich Überschuss im Verhältnis Zins und Tilgung, da habe ich ja 1.000 Euro. So, das heißt, allein dadurch habe ich ja dann schon 120 selber
selber gespart. Dann die Zinsen, die ich bezahle als Kosten, kann ich ja noch von der Steuer absetzen. Das heißt, selbst wenn ich 1000 Euro im Monat Zinsen bezahle, zuerst kriege ich es ja bei der Steuer wieder angerechnet, sodass es nur 500 kostet. Also habe ich ja quasi nochmal 500 Euro monatlich on top. Also habe ich ja eigentlich schon 180.000 auf 10 Jahre. Das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, ja, aber ich wollte es einfach ein bisschen plastisch darstellen. So, und jetzt haben wir ja noch nicht eingerechnet, dass sich das Objekt weiterentwickelt, wenn ich die richtigen Schritte mache. Das kommt ja noch on top. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Inflation. Die kommt ja auch noch on top. Von dem her. Genau, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Der Kaufpreis, der wird einmalig bezahlt. Der ist einmalig festgelegt und wird einmalig bezahlt. Solange du die Immobilie besitzt, wird sich der Kaufpreis nicht ändern. Und solange deine Finanzierung festgeschrieben ist, die ja maßgeblich vom Kaufpreis abhängt, wird sich auch deine Finanzierung nicht verändern. Die Miete aber ist variabel. Das heißt, so eine pauschale Aussage wie die Mieteinnahmen reichen nicht aus, um die Kreditkosten zu decken, das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Und wie du sagst, Marco, die Inflation tut ja ihr Übriges. Mieten in den nächsten Jahren werden wohl kaum sinken. Das heißt, die Situation, dass die Kreditrate nicht durch die Mieteinnahmen gedeckt ist, ist ja auch nur eine punktuelle. Das heißt, dein Eigenanteil, deine eigene Sparrate, die am Anfang sicherlich notwendig ist, wird ja geringer mit der Zeit. Und das ist ja eigentlich die große Chance, weil je geringer die Sparrate wird, desto automatisierter wird dein Vermögensaufbau stattfinden und desto weiter kannst du natürlich auch mit weiteren Objekten dann skalieren und arbeiten, selbst wenn sich dein Einkommen nicht drastisch erhöht in der Zeit. Ich habe da noch einen Punkt. Jetzt gehen wir mal von einem durchschnittlichen Angestellten aus. Also als ich angefangen habe in der Finanzbranche, 2004, 2005, da hat der durchschnittliche Angestellte in Deutschland 30.000 Euro brutto verdient. Das ist jetzt 20 Jahre her. Also mit 43.000 Euro ist es deutlich einfacher, weil es ja deutlich höher ist. Also die Inflation entwertet das Geld, entwertet aber auch den Kredit, den du zurückbezahlst. Ich erlebe es auch oft in Gesprächen, dass die Leute sagen, oh, das deckt sich aber gar nicht und mein Kredit ist ja viel teurer als die Mieteinnahme. Am Ende sprechen wir hier immer noch von einer Kapitalanlage, von einem Vermögensaufbau. Ich will nicht sagen Vermögensaufbauprodukt, aber wenn man jetzt den Vergleich zieht, müsste man Vermögensaufbauprodukte heranziehen. Und maßgeblich für jedes Vermögensaufbauprodukt und jede Art der Kapitalanlage ist es ja, Kapital anzulegen. Also wie soll denn ein Vermögensaufbau oder eine Sparform ohne eine Sparrate funktionieren? Und wenn die Kreditkosten nicht durch die Mieteinnahmen gedeckt sind, dann muss ich eben eine eigene Sparrate einbringen. Der Riesenvorteil ist, ich spare nicht alleine, weil ich spare, nennen wir einfach mal 100 Euro, und mein Mieter bezahlt den Rest, den Zinsanteil und einen Teil der Tilgung. Nehmen wir mal an, mein Mieter macht auch 100 Euro Tilgung, ich mache 100 Euro Tilgung. Das heißt, mit meinen 100 Euro, die ich im Monat selber einbringe, tilge ich 200 Euro. Also so einen Multiplikator in meine Sparform reinzubringen, ist ja einzigartig im kompletten Kapitalanlagebereich. Das funktioniert bei der Immobilie und es gibt sonst nirgends. Das heißt, da müsste eigentlich ein Umdenken stattfinden in der Situation, sodass man nicht enttäuscht ist, oh, ich muss ja selber was einbringen, sondern eigentlich muss man sich freuen, weil wo gibt es das denn sonst, dass meine Sparrate multipliziert wird und ich mehr Vermögen aufbaue, als ich eigentlich monatlich einzahle. Wohlgemerkt, noch nicht die Wertsteigerung der Immobilie berücksichtigt. Ja, noch nicht die Wertsteigerung berücksichtigt durch Immobilienmangel, noch nicht die Wertsteigerung berücksichtigt durch Inflation und noch nicht berücksichtigt, dass ich ja Unternehmer werde automatisch, wenn ich eine Immobilie habe und dadurch meine Ausgaben ja auch ins Brutto verlagern kann. Also meine Zinskosten sind Ausgaben, ich habe plötzlich eine Abschreibung, ja? Ich brauche ein geschäftliches Handy, ich brauche einen geschäftlichen Computer, ich brauche einen geschäftlichen Stift. Das sind alles Ausgaben, die ich jetzt plötzlich auch bei der Steuer geltend machen kann. Wenn ich mein Objekt besichtigen gehe, brauche ich ein Auto, um dahin zu kommen. Also ich kann Kilometerpauschale ansetzen. Ich kann dementsprechend auch meine Tankkosten oder Autokosten quasi entgegenrechnen. Ja? Das sind ja alles Themen, die berücksichtigt man in der ersten Kalkulation ja gar nicht. Das kommt ja erst später, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt. Ich glaube, es ist klar, dass wir zu dem Thema noch stundenlang sprechen könnten. Ich finde es auch unglaublich spannend, mich da in dem Bereich auszutauschen. Zusammenfassend, ich denke, wir sind uns einig, es ist die Regel, dass die Mieteinnahmen nicht reichen, zumindest im ersten Schritt bei voller Kaufpreisfinanzierung, um die Kreditkosten zu decken. Ich denke, da sind wir uns einig, ich denke, das können wir auch so
hinnehmen. Wo wir uns aber auch einig sind, beziehungsweise was man abschließend jetzt sagen kann, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm und es ist vor allem auch kein Faktor auf dem Weg zum Erfolg mit Immobilien oder eben dem Gegenteil, ein Immobilienschuldner zu werden. Und interessanterweise ist Erfolg mit Immobilien auch nicht möglich, ohne gleichzeitig auch Immobilienschuldner zu sein. Nur eben der entscheidende Punkt ist, das Immobilienvermögen liegt darin, dass der bestehende Immobilienwert eben deutlich größer ist als die dem gegenüberstehenden Immobilienschulden. Genau. Was ich aber noch hinzufügen will, ist, dass sich der Kredit nicht deckt durch die Miete. Also das, glaube ich, haben wir heute trotzdem schon. Wir haben ungefähr einen Zins von 4% und also die Objekte, die wir anbieten, die wir verkaufen, die haben in der Regel zwischen 4% und 5% Rendite. Also sie decken auf jeden Fall meine Zinskosten. Im besten Fall habe ich noch ein 0,5% oder 1% zusätzlich als Tilgung. Also ich würde es so pauschal nicht abtun. Ich denke, bei einem ordentlichen Objekt erzielst du heute mindestens die Kaltmietrendite, die du brauchst bei einer 100% Finanzierung, an Zins, normalerweise sogar einen Tick mehr. 0,5% bis 1% mehr. Ich bin der Auffassung, dass wir das klar trennen sollten. Unsere Community hat es verdient, Klartext zu bekommen und dass Klartext gesprochen wird. Wir wollen hier nicht irgendwelche Dampfplaudergeschichten raushauen. Kreditkosten sind Zinskosten, Immobilienkosten sind nicht umlagefähige Nebenkosten und Tilgung ist die Entschuldung, die Rückzahlung deines Kredits. Das sind keine Kosten. Das ist dein Kapitalaufbau. Und das sollten wir auseinanderhalten. Das hat unsere Community verdient. Also ich finde das eigentlich toll, ne? Also es gibt ja quasi eine Situation und jeder interpretiert seine Situation aus seinem Filter raus. Also die Aussage war, Kaltmiete deckt nicht eine gesunde Finanzierung. Wir hatten vorher das Thema, teuer im Vergleich zu was? Gesund im Vergleich zu was? Also was ist denn eine gesunde Finanzierung? Ist es eine 100% Finanzierung? 90%, 80%, 60%? Welchen Filter habe ich in meinem Leben gesetzt, dass ich interpretieren kann, was eine gesunde Finanzierung ist? Ich kenne viele Leute, die könnten nicht schlafen, wenn die einen hohen siebenstelligen Betrag Schulden angezeigt bekommen würden. Und ich sage, okay, geil. So hat, denke ich, jeder seine Sichtweise. Insgesamt gesagt, wenn die Zinskosten zu hoch sind für deine Finanzierung, hast du ja auch die Option, mehr Eigenkapital einzubringen. Oder du hast vielleicht schon einen Move gebracht vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, dass du schon einen Bausparvertrag angespart hast und deine Durchschnittszinskosten, du brauchst ja nicht alles über einen Bausparer, aber vielleicht kannst du ja 100.000 von der Immobilie über einen Bausparer mit 1% finanzieren oder 1,5%. Dann sind deine Durchschnittszinskosten ja vielleicht nur noch bei 2,5%. Und wenn du dann 100% finanzierst, aber 5% Mietrendite hast, dann ist es ja nur noch geil. Also ich denke, es kommt einfach auf den Filter drauf an, den du für dein Leben setzt, wie so oft. Es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es ist einfach der Filter der eigenen Wahrnehmungssituation. Letztendlich wissen wir auch nicht, was die Person genau gemeint hat, wie die Person, wie du sagst, teuer definiert, wie die Person eine gesunde Finanzierung definiert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich jetzt so ein ausschweifendes Gespräch darüber entwickelt, aber das zeigt einfach mal nur wieder, wie spannend und interessant einfach auch der Austausch ist und wie unmöglich eigentlich pauschale Aussagen in den Bereichen sind. Also war jetzt sehr interessant. Lass uns zur nächsten Frage kommen. An der Stelle übrigens vielen, vielen Dank an die ganzen Menschen, die Videos so fleißig kommentieren und Fragen stellen. Ich bin überwältigt, welches Interesse und wie viel auch tolle Fragen und toller Austausch dadurch entsteht. Definitiv. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich bereichernd. Und ich glaube, es ist auch toll für die Community, dass wir die einzelnen Themen, die jeder hat, ernst nehmen und auch darüber sprechen und eben genau diese Filter beleuchten und die Situation im Globalen betrachten. Vielen, vielen Dank dafür. So, die nächste Frage. Hallo Erfolgsfuchs. Ich vermiete zurzeit 2 Wohnungen in verschiedenen Orten. Ich frage mich, ob ich da noch Wohngebäudeversicherungen abschließen muss. Bislang dachte ich, dass falls da Wasser- und Brandschäden entstehen sollten, die Häuser über die Hausverwaltung versichert sind. Magst du was dazu sagen? Viele Grüße.
Ich denke, da magst du was dazu sagen. Ich denke, die Frage ist sicherlich auch für viele andere Zuschauer interessant. Ja, also ich habe ja eine Geschichte in der Versicherungsbranche, deswegen kenne ich mich da sehr gut aus. Also grundsätzlich ist so, ich gehe davon aus, dass er zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern hat. Ein Haus, eine Immobilie muss in Deutschland Wohngebäude versichert sein, aber nur mit Feuer. Also es gibt nur eine Feuerversicherungspflicht. So, und Wohngebäudeversicherungen haben oft durch die Hausverwaltung erweiterte Tarife mit Leitungswasser, Sturm, Hagel, seltenst Elementar, Vandalismus etc., also weitergefasste Wohngebäudeversicherung. Diese sind meistens sehr billig und haben dafür einen sehr schlechten Leistungsumfang oder sehr geringen Leistungsumfang oder veraltete Bedingungen. Das ist meine Erfahrung. Du kannst aber als Einzelner das Haus, also könntest du schon, aber du willst ja jetzt nicht ein, ich sage jetzt mal ein 30-Familien-Haus auf eigene Rechnung versichern. Deswegen kommt es ja in dem Sinne nicht in Frage. Wenn es einen Wasserschaden gibt, hat die Versicherung oder die Eigentümergemeinschaft meistens eine Leitungswasserversicherung. Da muss man dann unterscheiden, das würde jetzt aber zu tief gehen. Ist es Leitungswasser oder ist es von einem Fallrohr, also von einem Regenfallrohr zum Beispiel oder von einem Kackrohr? Da muss man unterscheiden. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu der Frage zu tief gehen. Musst du also selber Wohngebäude versichern? Nein, macht es Sinn, dich mal hinzusetzen und von der Eigentümergemeinschaft die Versicherungspolice anzufordern und die mal anzusehen? Ja, würde ich machen. Würde ich auch einfach mal hinterfragen, was tatsächlich versichert ist. Okay, perfekt. Das heißt, der Kandidat braucht keine zusätzliche eigene Versicherung, weil eben die elementaren Dinge über die Hausverwaltung abgesichert sein sollten. Feuer zumindest ist sogar Vorschrift. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Hallo Herr Volksfuchs, du hast von Mietnomaden und Rechtsschutzversicherung gesprochen. Welche Versicherungen kann denn beispielsweise mein Mieter abschließen, falls er Dinge in meiner Wohnung beschädigt? Also Rechtsschutzversicherung, Mietausfall oder Mietnomadenversicherung interessiert natürlich dich als Vermieter. Also das ist quasi dein Sport. Welche Versicherung ich von meinem Mieter verlange, ist, also das steht bei mir auch im Mietvertrag drin, ich möchte, dass mein Mieter eine Haftpflichtversicherung und eine Hausratversicherung entweder hat er sie schon oder abschließt und die auch über die Mietlaufzeit unterhält, weil dann ist eben, dann sind wir beide abgesichert. Ne? Wir nehmen ein Beispiel aus dem wahren Leben. Ich hatte einen Mieter, der hat sich überlegt, dass die Fußleisten, die ich an meinen Teppichboden, das Zimmer hat den Teppichboden und die Wohnung, dass ihm die nicht gefallen und er die gern auf eigene Rechnung und auf eigene Veranlassung, ohne mir was zu sagen, tauscht. So, dann hat er die Fußleisten getauscht und hat die nicht hingeklebt, sondern genagelt. Und vier Nägel hat er einfach perfekt ins Wasserrohr reingehauen. Ins Rohr. Und jeder hat sich gefragt, woher kommt plötzlich der hohe Wasserverbrauch her? Na gut, vier Nägel, vier Löcher und es tropft einfach permanent raus, tropft und keiner wusste woher. Letztendlich ist es dann eine Diskussion, ein Streit, ist es Wohngebäude oder Hausrat? So, was ich aber sagen kann ist, der Teppichboden, der ist ja im Eimer. Sein Schrank, sein Bett und sein Hausrat, der dort stand, ist auch im Eimer. So, das bezahlt die Wohngebäude nicht, weil es ist nicht Wohngebäude. Wenn er jetzt aber eine Hausratversicherung hat, zahlt es seine Hausratversicherung, weil es ist Hausrat. Also mein Teppich wird durch seine Hausrat bezahlt. Das heißt auch, wenn die Dinge dem Mieter zwar nicht gehören, aber zu seinem Hausrat gehören, weil du sie ihm zur Verfügung stellst, sind sie bei seiner Hausratversicherung Korrekt. Mitversichert. So, weil okay. Du musst dir vorstellen, wenn du ein Haus nimmst, als du bist ein Riese und nimmst das Haus und drehst es um und schüttelst. Alles, was rausfällt, ist Hausrat. Unabhängig davon, wem es gehört. So, und eine Haftpflichtversicherung ist ja, in Deutschland habe ich Haftungspflicht anderen Leuten gegenüber. Also ich hafte dafür, wenn ich anderen einen Schaden zufüge. Wenn ich einen Nagel nehme und reinhaue, dann ist es, fügt er mir einen Schaden zu, weil er macht in dem Moment den Putz kaputt und er macht halt in dem Fall auch noch
das Wasserrohr kaputt. Der Schaden muss mir ja ersetzt werden. So, des Weiteren ist es so, dass er dem Haus einen Schaden zufügt. Das bezahlt im ersten Schritt die Wohngebäudeversicherung, die dann vielleicht Regress bei ihm oder seiner Haftpflicht holt. Vielleicht fügt er aber dem Mieter unter sich noch einen Schaden zu. Es tropft von der Decke und macht sein 5.000-Euro-Computer kaputt. Dann ist es Haftpflicht. Das heißt, wenn das sogar im Mietvertrag drinsteht, ist es bei dir auch Grundvoraussetzung, um überhaupt an jemanden zu vermieten, dass derjenige, wenn er sie nicht schon hat, eine Haftpflicht und eine Hausratversicherung abschließt und auch über die gesamte Mietdauer dann aufrechterhält. Definitiv. Also es macht ja für beide Seiten Sinn, so etwas zu machen. Also ich könnte es ja auch für ihn machen. Dann bezahle ich die Kosten. Okay, könnte ich wieder von der Steuer absetzen, alles klar. Aber es ist ja auch sein Hausrat. Also es ist ja auch in maximal seinem Interesse, weil ja mehr von ihm drin ist als von mir. Und sind wir mal ehrlich, eine Haftpflichtversicherung für einen Single, also ich kriege ja Sonderkonditionen bei vielen Versicherern. Eine Haftpflichtversicherung kostet mit top Versicherungsschutz 45 Euro im Jahr, also keine 4 Euro im Monat. Und selbst wenn es 5 Euro sind, ist auch nicht wild. Und ein Familientarif kostet halt dann 5,25 Euro oder was im Monat. Und eine Hausratversicherung kommt auf die Größe der Wohnung an. Aber auch da reden wir über 50 Euro im Jahr, 60, 70 Euro im Jahr. Also wenn sich der Mieter das nicht leisten kann, dann ist auch sowieso der falsche Mieter für mich. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Er lüftet und lässt Fenster offen und sichert sie nicht. Der Wind kommt und puff, schlägt ein Fenster zu, die Glasscheibe fliegt raus. Kann passieren, schon oft passiert. So, das Fenster, die Glasscheibe ist kaputt. Hausratversicherung mit Glasversicherung deckt diesen Schaden. Und noch einfacher, der kocht Nudeln ab, hebt den Topf hoch, verbrennt sich, lässt den Topf aufs Terrankochfeld fallen. Das Terrankochfeld geht kaputt. Was kommt darauf an, was für ein Terrankochfeld das ist. 1.200 Euro sind ganz schnell weg. So, bezahlt aber die Glasversicherung in der Hausrat. Oder eben die Haftpflichtversicherung, je nachdem. Das ist, denke ich, ein Win-Win-Geschäft für beide. Man kann ja auch noch dazu sagen, dass auch außerhalb von einem Mietverhältnis eine Haftpflichtversicherung eigentlich jedem zu empfehlen ist. Ja, das ist Pflicht. Also ganz ehrlich, jemand, der keine Haftpflichtversicherung hat, Privathaftpflicht, weiß ich nicht, ob man den überhaupt ernst nehmen kann als mündige Person. Tue ich mir schwer. Jetzt würde mich mal noch interessieren, bleib mir bei dem Beispiel mit dem zerschlagenen Kochfeld, Hände verbrannt, Topf fallen gelassen. Du hast gesagt, da wäre jetzt dann die Hausratversicherung mit dem Glasanteil oder aber die Haftpflichtversicherung zum Tragen gekommen. Wovon hängt es denn jetzt ab, welche Versicherung tatsächlich zum Tragen kommt? Und gibt es vielleicht Vor- und Nachteile, je nachdem, welche Versicherung zum Tragen kommt? Also das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Ne? Wenn du eine Haftpflichtversicherung hast und eine Hausratversicherung hast, aber ohne Glasbaustein oder gar keine Hausratversicherung, dann meldest du diesen Fall als Mieter deiner Haftpflichtversicherung, weil du als Mieter hast mein Eigentum als Vermieter beschädigt und bist deswegen mir der Haftung schuldig. Das hat für mich als Eigentümer einen riesen Nachteil, weil eine Haftpflichtversicherung bezahlt nur den Zeitwert. Also die Haftpflichtversicherung wird mich als Eigentümer dann fragen, Entschuldigung, wie alt ist denn die Küche? Sagen wir 5 Jahre. Okay, das heißt, was hat die Küche damals gekostet? 2.000 Euro. Ja, wie viel hat das Terrankochfeld gekostet, einzeln? Kann ich nicht sagen, war Pauschalpreis. Ja, okay, also dann sagen wir, jetzt unterstellen wir einfach 30%. Also 600 Euro. Aber die Küche ist ja schon 5 Jahre alt. Die hat ja nur eine Lebensdauer von 10 Jahren. Also schulden wir dir ja nur 300 Euro. Ja, und jetzt sind wir uns alle einig, dass du mit 300 Euro heute kein Terrankochfeld kaufen kannst, um das zu ersetzen. Im schlimmsten Fall ist dein Ofen mit dem Terrankochfeld verbunden. Oder das Terrankochfeld ist quasi eine Einheit und eine Glasscheibe und du könntest es separat kaufen.
Dann brauchst du aber jemanden, der quasi die Glasscheibe tauscht und das, und die Einheit drin lässt. So, oftmals ist aber die Einheit und die Glasscheibe ein Teil, somit musst du das komplett austauschen. Dann brauchst du auch das Passende, was dann zum Ofen passt. Dann brauchst du jemanden, der es auch noch macht. Also, wenn du es nicht selber machst oder nicht selber machen kannst, reden wir hier schnell über 500 bis 1500 Euro. Also fast so viel, wie die ganze Küche dann gekostet hat. Und von der Haftpflicht bekommst du aber in dem Beispiel nur 300 Euro. So, hast du jetzt eine Glasversicherung, dann brauchst du es nicht der Haftpflicht melden, sondern kannst es der Hausrat Glasversicherung melden. Und die Glasversicherung bezahlt ja eigentlich nur Glas. Aber wenn das Glas mit der Einheit verbunden ist, wie gerade eben gesagt, dann muss sie ja quasi komplett ersetzen. So, und die Hausratversicherung mit Glasbaustein ersetzt den Neuwert. Also alte Kiste raus, neue Kiste rein. Ich als Vermieter bin so gestellt, wie wenn der Schaden nie passiert wäre. Und das ist einfach der klare Unterschied. Deswegen unbedingt Glasversicherung, Glasbaustein. Kostet 10, 20 Euro im Jahr zusätzlich als Baustein in der Hausratversicherung. Lächerlich. Also wenn du in 20 Jahren einen Schadenfall hast, ist sie bezahlt. Ja, also, vielleicht muss ich das noch dazu sagen. Versicherung ist ja immer eine Wette. Na, das wissen ja viele nicht. Ich wette 10 bis 20 Euro im Jahr, dass mir kein Schaden passiert. So, und wer gewinnt jetzt die Wette? Entweder die Versicherung oder ich. Du weißt, wie es im Casino ist. Ja? Die Bank gewinnt immer. Also nach Quote gewinnt die Versicherung immer. Aber wenn du ja dein Leben lang mietest, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass es einmal passiert, dass sich das auf jeden Fall rechnet. Okay, spannend. Das heißt, mit der Hausratversicherung bestehst du auch immer auf den Glasbaustein. Ja, also so macht es ja letztendlich nur Sinn. Dieses Nagelbeispiel ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil letztendlich, also der Typ, der die Fußleiste austauscht und mit dem Hammer einen Nagel ins Wasserrohr reinhaut. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Hier wird ein Streit ausbrechen zwischen Haftpflicht, Hausrat und Wohngebäude. Wer bezahlt was? So, wenn du aber versichert bist in allen drei Bereichen, dann ist es einfach gut, weil es einfach dich nachher nicht tangiert. Also die Versicherungen machen das dann im Hintergrund unter sich aus. Von dem her, konkretes Beispiel, also alles was du aus Versehen dem Eigentümer... Okay, du lässt die Haustüre offen und es zieht ein Wind durch, eine schwere Haustüre, und der Stopper ist schon ein bisschen Jahre gekommen und die Haustüre haut voll zu und draußen fällt der Putz von der Wand. Das ist eigentlich so ein perfektes Haftpflichtbeispiel. Da muss ja jemand dafür haften, dass der Putz da jetzt wieder hinkommt an die Wand. So, es ist also nicht Glas, es ist auch kein Hausrat, dann kommt quasi Haftpflicht. Okay, noch ein viel simpleres Beispiel. Du hast die Idee, auch schon erlebt, du hast die Idee, in deiner Wohnung, wo Rauchen verboten ist, Shisha zu rauchen als Mieter. Also Mieter kommen ja wirklich auf diese grandiosen Ideen, und du stellst deine Shisha einfach mitten auf einen Laminatboden oder auf einen Teppichboden und schaffst es dann, die Shisha umzuschmeißen, und deine Kohlen fallen einfach auf den Boden und brennen da Löcher rein. So, das ist das perfekte Haftpflichtbeispiel. Das ist weder Hausrat noch Glas, das ist Haftpflicht. Okay. Also wenn man aus der Bausteinsicht sich das Ganze anschaut, das Cerankochfeld wird ersetzt, weil das Glas separater Baustein dabei ist. Wäre es jetzt aber, also fiktives Beispiel, kein Glas auf diesem Kochfeld, oder wir nehmen die Arbeitsplatte und der Mieter lässt den Topf auf die Arbeitsplatte fallen. Dann ist Haftpflicht. In dem Fall ist es nicht von der Hausratversicherung abgesichert, sondern muss der Mieter haften. Genau, hatten wir auch schon. Ne? Beim Kochen nimmt er den heißen Topf und stellt ihn auf die Holzarbeitsplatte und wundert sich, dass die nachher ankokelt und brennt und dann einfach so ein fetter Brandfleck da drin ist. Ja, das ist Haftpflicht. Perfekt, dann dürfte der Unterschied auch klar geregelt sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Hier fragt ein Kandidat, gibt es eine allgemeingültige Vermieterrechtsschutzversicherung oder muss die für jedes Objekt separat abgeschlossen werden? Gute Frage.
Vermieterrechtsschutz ist immer objektbezogen. Also jedes Objekt braucht seine eigene Vermieterrechtsschutzversicherung. Es wird quasi immer die Sache versichert. Ja? Und deswegen braucht jedes Objekt seine eigene Versicherung. Und es hängt natürlich auch ab, wie viel Miete wird bezahlt. Genau, das ist eigentlich das Hauptkriterium. Wie viel Warmmiete wird bezahlt im Jahr? Okay, hier gibt es noch eine interessante Frage zum Thema Kaution und Kautionsversicherung. Vielen Dank für die ganzen Informationen zum Thema Versicherungen. Was hältst du vom Thema Kautionsversicherung? Als Mieter oder als Eigentümer? Als Mieter, ja, also... Steht jetzt hier natürlich... Genau, steht nicht drin, ja, deswegen schwierig. Gehen wir auf beides ein. Ich als Mieter würde gerne eine Kautionsversicherung hinterlegen, weil ich muss nicht mein eigenes Geld in Gefahr bringen und auch nicht mein eigenes Geld hinterlegen. Okay, also aus Mietersicht verständlich. Als Eigentümer ist es für mich kein Thema. Mache ich nicht, möchte ich nicht. Ich möchte über das Geld verfügen, ohne mich mit der Versicherung rumschlagen zu müssen, falls ich es brauche. Würdest du einen Mieter mit Kautionsversicherung vermieten oder ist es bei dir noch eine Kaution? Nein, warum? Warum? Ich möchte das Geld da haben. Warum soll ich einen Mieter mit einer Kautionsversicherung vermieten? Es gibt so viele Mieter, die mieten wollen. Warum soll ich genau diesen einnehmen, der da drauf besteht und keine andere Option hat? Die Frage, die ich mir stelle, ist ja auch dann, hat er nicht die Bonität, um mein Objekt zu mieten? Das ist ja die Frage, die dann in mir aufkommt. Ich habe die Bonität, um dann aufzukommen. Aber wenn ich einen Mieter suche oder an einen Mieter vermieten möchte, dann möchte ich ja seine Bonität kennenlernen und wissen, wie zuverlässig er bezahlen kann. Und wenn es schon an der Kaution, wenn er nicht mal die Kaution hat, sagen wir, das ist ein, der hat 100.000 Euro Jahreseinkommen, zeigt mir einen Kontoauszug, wo er 100.000 Euro auf dem Sparbuch liegen hat. Okay, können wir nochmal drüber reden. Da das selten der Fall ist, stelle ich dann eher die berechtigte Frage, kann er sich meine Wohnung überhaupt leisten? Okay, interessante Ansicht. Also dir geht es in erster Linie darum, auch mithilfe der Kaution sicherzustellen und zu sehen, dass der Mieter nicht über seine Verhältnisse mietet. Und wenn derjenige schon Schwierigkeiten hat, die Kaution zu stellen, liegt die Vermutung nahe, dass er höchstwahrscheinlich über seinen Verhältnissen mietet und somit auch die regelmäßige Mietzahlung an dich unter Umständen gefährdet ist. Ja, okay. Denken wir mal einen Schritt weiter. Sagen wir, öfters schon erlebt, der Mieter kündigt nach 2 Jahren und die Mieter kommen ja auf die genialsten Ideen. Plötzlich fällt ihm ein, ach komm, die letzte Miete, komm, die möchte ich nicht bezahlen. Komm, die soll er doch von der Kaution abziehen. Ja, und dann? Dann hast du vielleicht Nebenkostenabrechnung aus dem Vorvorjahr offen. Dann hast du vielleicht Nebenkosten aus dem Vorjahr offen. Dann hast du vielleicht für dieses aktuelle Jahr noch Nebenkosten offen. Und dann kommt er auf die Idee und zahlt die letzte Miete nicht. Da muss ich mich jetzt zuerst mal mit dem seiner Versicherung rumschlagen und, sorry, ich habe die Kohle da von ihm, er zahlt die letzte Miete nicht, zack, wird abgegolten. Das ist mal der erste Schritt. Und dann reden wir über die Nebenkosten. Wenn er Nachzahlung hat natürlich, wenn nicht, aber so, tatsächlich, ich möchte mich ja schützen vor genau solchen Sachen. Wie oft schon, auch von seriösen Mietern, wo du dachtest, okay, hey, der wohnt jetzt seit 3 Jahren da drin, ist ein seriöser Typ, mittleres Alter, verdient gut, Familientyp. Und plötzlich kommt er auf die grandiose Idee und zahlt die letzte Monatsmiete nicht. Warum? Man soll es doch mit der Miete verrechnen. Entschuldigung, mit der Kaution verrechnen. Also, das sind Späße, auf die habe ich keine Lust. Am Vertrag halte ich an den Vertrag, ich halte mich auch dran. Okay, spannende Ansicht. Ich denke, die Frage hat sicherlich auch den einen oder anderen interessiert. Kautionsversicherung als Vermieter sinnvoll oder nicht sinnvoll? Okay, cool. Wir haben sehr, sehr detaillierte Einblicke in das Thema Versicherungen rund ums Vermieten und auch Versicherungen, die der Mieter abschließen sollte. Vielleicht auch als Voraussetzung für ein Mietverhältnis, für das Zustandekommen von einem Mietverhältnis. Ich hoffe, die Zuschauer haben einiges an Informationen mitnehmen können. Ich hoffe, es sind auch einige Fragen beantwortet worden. Ich würde mich freuen, wenn wir nächste Woche wieder auf einige Fragen eingehen. Also zögert nicht, wenn ihr irgendwelche Dinge wissen wollt oder irgendwelche Fragen zu den Videos oder auch darüber hinaus habt. Ich denke, der Marco freut sich über jede Kontaktaufnahme.
Definitiv, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach, postet einfach die Kommentare, schreibt rein, was euch interessiert, auf was wir eingehen sollen. Ich freue mich, ja, wenn ich euch was mitgeben kann. In diesem Sinne, Marco, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich auf die nächste Woche und sag ciao. Ich mich auch. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.